Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder The Witcher. Hier waren wir letztes Mal schon. Und haben hier aber verkackt, als sie hier hochkommen wollten. Wie kommen wir hier gleich die Treppen hoch? Mit wem muss ich mich denn unterhalten eigentlich? Ah, jetzt geht's schon los. Jetzt können wir skippen. Jetzt geht's richtig los. Die schießen mit Pfeil und Bogen hier hoch, die Penner. Soll ich hier eine Seite? Kommt ja gar keiner. Hier kommt der erste. Hau den instant runter. Hier lassen wir gar keinen erst hochkommen bei uns. Hier hinten sind aber schon welche hochgekommen. Aber jetzt sind hier mehr hochgekommen, als ich wollte. Warum kann ich ihn nicht angreifen? Er kann nicht anvisiert werden. Ich bin fast down. Ja, ich kann ihn nicht angreifen. Also wie das schon mal anfängt, ist ja eine Frechheit. Jetzt müssen wir es neu laden. Es hat so gut angefangen, dass ich die ersten da runtergehauen habe. Ich kann hier nichts drücken, doch jetzt. Das war echt ärgerlich. Aber so ist es nun mal. Kennen wir schon, können wir skippen. Nicht herumfurzen, sofort auf die Mauern. Ja, sofort auf die Mauern. A-Zeichen. Das Geralt. Ja, was gibt's, Geralt? Verschwinde, warum sagen die jetzt verschwinde zu mir? Ich hau hier wieder die runter, die ersten. Ich will nicht so. So, ist gut. Erster weg. Ich bleib hier einfach. Hier habe ich unnötig Damage kassiert. Oh, scheiße. Den haben wir. Aber ich wollte ihn eigentlich gerne runterhauen. Komm schon. Kommt der nächste. Gegen wen fighten die denn da? Nein. Das war, lief nicht so gut. Dieses Runterhauen ist OP. Das hätte ich schon vorher gebraucht. Ich hab voll viel Damage irgendwie kassiert. Ich muss ein bisschen regenerieren. Gut, den haben wir auch. Der ist fast down, den werfen wir nicht runter, aber ihn hier. Ja, das hat nicht funktioniert. Ihn hier aber. Ja. Hm.
Ich habe ein kleines Problem halt mit meinem wenig Leben. Er fliegt nicht, der Ritter, ne? Nein. Das ist dumm. Ich habe so gut gefightet und dann passiert mir so ein Missgeschick. Ich habe halt auch vielleicht am Anfang ein bisschen viel Damage kassiert. Das muss man natürlich auch besser machen. Na, das können wir jetzt tun. Nicht herumfurzen! Sofort auf die Mauern! Allein, dass ich Half-Life habe. Nervt er jetzt schon. Warum störe ich denn? Was ist mit ihm hier drüben eigentlich? Jetzt bin ich natürlich weit weg, das war dumm. Hier probiere ich wieder die Leute instant runterzuhauen. Hier kommt der Erste. Nein! Nein, nein, nein! Nein, jetzt habe ich eigentlich schon verkackt. Nein, nein, nein. Das ist dumm. Er fliegt nicht. Es fliegen nur diese Dullis. Loote. Muss kurz chillen. Geh doch bitte auf ihn. Geht nicht. Ich kann ihn wieder nicht mehr angreifen. Guck. Ja, nee, es hat jetzt schlecht angefangen, weil ich Igni drin hatte. Können wir instant neu starten hier. Aber alles gut. Läuft noch. Es läuft. Jetzt haben wir... Sofort auf die Mauern! So, Art auswählen, nicht, dass wir es vergessen. Formation halten. Zeigt ihnen, wie die Soldaten. Was hat er hier eigentlich? Ey, danke. Hä? Letztes Mal hat er doch, oh, du störst gesagt, jetzt sagt der Tag verärztester. Ja, eine komische Wendung. Komm, jetzt können wir den ersten gleich runterhauen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Nein, Saskia mit ihrem Schild im Weg. Das ist dumm. Ich muss ihn holen. Gut. Na Mann, also das lief echt schlecht, war auch schlecht gespielt von mir einfach. Aber also dass Saskia mit ihrem vor mich läuft und vor allem ist sie auch, also das hat auch überhaupt keinen Sinn ergeben vom kämpferischen her. Das Saskia läuft da erstmal auch nur mit dem Schild rum, weiß nicht, wo die ihr Schwert vergessen hat. Aber die hat da einfach, steht da mit dem Schild und geht dann einfach mit dem Schild in Richtung zu mir und geht aber, und wird, kann von hinten angegriffen werden. Ja, es gibt mal, wir haben Art nicht ausgewählt, das war knapp. So, der erste muss fliegen. Aber wenn die hochkommen, dann kommen halt auch gleich die Dings. Gut. Ja. Den hier muss ich jetzt hitten. Hä? Irgendwie buggt das. Es buggt. Also, ich hitte ihn. Aber der Sound ist irgendwie weg. Aber er greift mich auch nicht an. Jetzt ist er wieder da, oder? Nein.
wollte ihn hier runterhauen. Das ist dumm. Gut. Wir hauen die einfach einen nach dem anderen runter. Er fliegt nicht. Ich weiß nicht warum. Den brauche ich nicht runterhauen. Ihn hier aber. Was macht er denn? Bin zu low. Muss kurz chillen. Nee, ne? Ich hab 2 AP. Gut. Also ich sehe ihn halt nicht mehr in meinem Leben. Den haben wir. Muss ja erstmal regenerieren. Ihr wollt mich holen, der Penner. Er fliegt nicht. Er ist down. Das war gut. Mit beiden Schwertern habe ich ihn auseinandergenommen. Nein, ich sterbe sonst. Den haben wir auch. Hier kommt ein neuer hoch. Der fliegt. Kann ich ihn hier auch runterhauen? Na, ich habe meinen eigenen Mann getroffen. Gott. Hat er sich gerade gefreut, dass er gewonnen hat? Nein, er hat mich gehittet mit seinem Schleuderangriff. Oh mein Gott, es hat so gut angefangen. Ich habe zwischenzeitlich nur zu viel Damage kassiert, aber da konnte ich mich zurückhalten. Es war alles gut. Jetzt so nur runterspielen müssen. Und dann macht er da seinen Tornado-Angriff. Und ich drücke Q, um ihn wegzuhauen. Aber... es war ein Tick zu lange gewartet. Hart auswählen wieder. Ist das dämlich. Komm schon. Die stehen da unten alle schon. Wer ist mein Fuß? Ich war im Fernsehen. Ich habe ja keinen Bogen, ne? So, den hauen wir erstmal runter, komm. Jawohl, der auch. Nein, Saskia! Du willst mich doch verarschen! Du hast nicht mal ein Schwert ausgewählt und stehst deinem Weg! Ey, Mann, jetzt läuft da der Typi mit... mit Low Life. Mich verarschen? Er muss fliegen. Er fliegt aber nicht. Ich habe ein Problem. Kann ich ihn runterkicken? Nein. Diese Ritter sind ganz schön stark. Saskia geht da down. Eigentlich ist ganz gut zu erkennen, welche zu mir gehören und welche nicht. Den machen wir kurz so down. Nein. Sind das beides Gegner? Nee. Der eine ist auch meiner hier. Muss aufpassen, hier kam nämlich ein neuer hoch. Gut, den haben wir. Hier kommt aber noch einer. Oh mein Gott, ich stun die einfach in 1. Ist auch gut.
Ich habe mich von ihm hitten lassen. Kommt hier noch mehr oder ist das... Ich will jetzt nicht so dumm hier rein. Weil die kriegen die halt eh down. Ich weiß halt auch nicht, ob noch wer Neues... Die fighten hier ja gar nicht. Die stehen ja still. Wir haben es geschafft. Die haben einfach nicht mehr gekämpft. Kakerlaken abgewehrt. So schnell geben die nicht auf. Sollen sie nur herkommen, wenn sie so beknackt sind. Oder noch ein bisschen Öl brauchen. Der nächste Sturm. Bereit machen. Der Ach du Scheiße. Hier kommt doch gar keiner. Jetzt kommen sie. Die spawnen da unten. Das ist jetzt so wellenmäßig, ne? Einen haben wir. Ich habe aber schon wieder viel zu viel Damage kassiert, oder? Oh, gut, geht noch. Warum greifen die denn überhaupt nicht an? Nein, das war dumm. Dieser Ritter hier ist scheiße gut. Außer, dass er manchmal ein bisschen was tut. Boah, das war strong. Ich habe gefightet. Und nebenbei den einen. Ihn hier muss ich runterhauen. Das Ausweichen ist halt bei denen okay. Ich hole ihn kurz. Er macht mir halt trotz, obwohl ich blocke, Damage. Gut, wir zwei runtergehauen. Muss mich auch mal hier um die anderen kümmern. Hab keinen Bock, immer gegen diese guten Ritter zu kämpfen. Wo, wer ist er denn? Er sah irgendwie aus wie so ein Pirat oder so. Das hier sind ja die, wo man einfach drauf kloppen kann. Warte mal. Kann ich ihn hier auf unterhauen? Ja, aber dann ist er in unserer eigenen Base. Eigentlich ist es dumm. Nein! Oh mein Gott! Ich wollte ihn hier weghauen. Bitte gib mir ihn wieder zur Auswahl. Ich kann ihn nicht. Ich kann. Jetzt. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich dachte kurz, ich gehe down. Ich kann ihn wieder nicht kämpfen. Ich kann nicht gegen ihn kämpfen, wenn er da auf der Kante steht. So dumm. Er ist auf der Kante einfach safe. Oh mein Gott, diese Kante ist so OP. Ja. Ich bin einfach tot. Ich bin einfach tot. Dadurch, dass ich auf die Kante ihn nicht angreifen kann. Ich fass es nicht. Bitte hab bei Welle 1, nach Welle 1 gespeichert. Und ich hatte Welle 2 fast auch fertig, ne? Ich glaube, es waren die letzten beiden. Es kam ja keine neuen. Weh, ich muss jetzt nochmal Welle 1 machen. Okay. Es ist so dumm, ne? Ich hätte es geschafft. Real Talk. Ist das eigentlich... Ja. Ich hätte es Real Talk geschafft. Aber diese Kante ist OP. Okay. Ich wusste es ja, die Kante. Aber ich dachte mir, ja, jetzt kann ich ihn vielleicht nach hinten. Aber bin dann hin, konnte nicht. Und dann hat er diesen Wirbelsturm gemacht. Und dann war es das für mich. Ich kann nichts machen. Ich habe Q gedrückt. Nein, ich habe keinen Bock mehr. Ich würde eigentlich gerne... Ich würde Real Talk...
würde ich den Try gerne neu anfangen. Weil... Nicht weg. Kann ich ihn runterhauen? Nein. Und er steht schon wieder auf so einer Kante. Krieg halt trotzdem übel viel Damage, auch wenn ich blocke. Muss ausweichen. Wir haben ihn. Aber jetzt habe ich halt so dumm wenig Leben. Ja, halt One-Shot, ne? Oh mein Gott, hin! Jawohl, den haben wir. Den Move haben wir heute schon gesehen. Er fliegt weg, aber nicht runter. Nein. Ich hab Bock zu sterben. Das war gut. Das war noch besser. Er fliegt auch. Nein, ich lass mich von so einem Dulli töten. Ich lass mich von so einem Dulli töten. Ja, fein, fein. Ich habe halt am Anfang verkackt gehabt, schon. Aber ich habe dann gut das zu Ende gespielt. Aber da dachte ich dann, das ist so ein Dulli, den kann ich easy holen. Pustekuchen, hat wieder nicht funktioniert. Der nächste Sturm. Bereit machen. Ich nehme immer automatisch hier zwei, weil ich so oft gegen so Dings gekämpft habe. Wann kommen sie denn jetzt? Der hier. Ich spamme gerade den leichten Angriff. Weil die schießen hier gleich mit Pfeilen auch. Deswegen. Da hinstellen ist, glaube ich, nicht so smart. Erster down. Weiter down. Wo sind die anderen hin? Jetzt ist es buggt schon wieder so ein bisschen. Oh, das war knack. Heute irgendwie gut sagen, aber hab irgendwie kurz und knackig gesagt. Er hier fightet irgendwie nicht richtig. Ja, es ist wichtiger, dass diese großen, also die nicht die hier, die normalen Ritter, sondern die hier, diese, also die richtige Rüstung haben. Und die anderen haben vielleicht auch Rüstung, aber auf jeden Fall die so aussehen wie er, dass die fliegen lernen. Weil die sind viel zu stark. Ach, guck mal, jetzt kann ich ihn hier nicht runterhauen, weil ich... Ich hätte mich fast schon wieder... Weg. Ihn habe ich jetzt halt keinen Bock. Runterzuhauen. Er hier kommt hoch, den hauen wir instant runter. Nein! Na, warte mal. Was ist denn das? Weg. Weg, bitte. Ja, ich bin tot. Er hat nichts machen gerade. Ihn haben wir. Weg. Das ist immer, dass dieser hier ist einer von denen ist. Ach, Saskia, Saskia, renn vor mich. Ich dachte, er könnte fliegen lernen. Ich habe halt viel zu wenig Leben, um jetzt hier ernst zu fighten gerade. Ja, guck. Ich bin so dumm, warum gehe ich rein? Warum, warum, warum? Weil ich denke, die fighten die. Aber der dreht sich einfach um und killt mich. Ach man, ich muss es schlauer spielen. Ich muss wirklich viel da vorne an der Leiter chillen
und die runterhauen und da aber da kein Damage kriegen, damit ich später ganz entspannt fighten kann. Also ich muss jetzt, die ersten beiden haue ich ja immer fast safe runter. So, manchmal fliegt einer nicht, aber die ersten beiden sind easy. Dann muss ich warten, bis es wieder aufgeladen ist. Und da wird es dann schwieriger. Ich könnte natürlich auch mal an die andere Leiter gehen, aber ich weiß nicht, ob es das besser macht. Und jetzt kommt hier der erste und den haue ich instant weg. Nein. Nein. Der ist weg. Er buggt. Ist gut, aber. Er fliegt. Wäre besser, wenn einer von denen hier geflogen wäre. Die machen gerne mal den Propeller. Ey, Mann, diese Dings. Ich muss wieder an die. Er muss fliegen. Aber ey, hier steht hier perfekt zum Fliegen lernen, ne? Und weg. Bitte flieg doch mal. Nein. Das ist einfach nur dumm halt. Dass er hier nicht wegfliegt. Ja, ich chill hier erstmal. Warte mal, ich kann hier noch rein. Er fliegt auch nicht. Jetzt habe ich verkackt. Weil ich hätte ihn hier easy fliegen schicken können. Er fliegt auch nicht weg. Jetzt nochmal. Nein, er steht direkt an der Kante und fliegt nicht weg. Was ist mit dir hier los? Was versteckst du dich? Du kommst hier die Leiter hoch und denkst, du musst hier oben nicht kämpfen? Er ist One-Hit. Hey, lernt fliegen. Nein, lernt er nicht. Da kommt aber noch einer. Ich baue mir meinen Teil auf. Ja, das habe ich nicht unbedingt es hier gehabt, aber war gut, was passiert ist. Hä, und er fliegt jetzt weg? Oder ist einfach nur so gestorben? Oh mein Gott. Es kommen immer neue noch hoch. Ich muss hier mal ein paar schlachten. Kriegen das ja anscheinend nicht hin. Was ist mit ihm hier? Ein echtes Problem. So viel Damage kassiert. Ich muss jetzt. Komm schon. Flieg. Na, er fliegt natürlich nicht. Der hier? Fliegt er? Ich muss jetzt wirklich einen Chilling machen. Es wäre gut, wenn ich nochmal einen. Na, ich komme halt nicht durch da. Könnte den. Probieren anzuzünden. Das war vielleicht ganz gut. Der ist nämlich fast down. Gehe ich jetzt auf den. Der mit dem, der gebrannt hat, ist down. Komm, den macht er auch fertig. Er blockt alles. Ich muss ihn mit Feuer killen. Ich glaube, das sind die letzten beiden von der Welle. Aber ich komme da halt auch nicht wirklich ran. Das ist der letzte, aber den fighten die da schon, ne? Na gut, den haben wir auch anscheinend. Welle 2 geschafft, das ist gut. Tja, das war kein Zuckerschlecken, aber das Bild der gebratenen Söldner war ein schöner Lohn für die Mühen. Die kommen zurück. Nur Zwergenbauern sind störrischer. Und haben dickere Eier. Hexer, ich brauche deine Hilfe. Das höre ich in letzter Zeit dauernd. Du bist eben unersetzlich.
Unter der Stadt verlaufen Stollen, die zu den Gruben der Zwerge führen. Wer weiß davon? Kaum jemand, aber ich habe trotzdem beschlossen, sie zu sichern und eine Abteilung Kundschaft dahin geschickt. Leider ist von denen bisher keiner zurückgekehrt. Wenn Henselt den Durchgang gefunden hat, sitzen wir in der Patsche. Das ist scheißverdammt ziemlich zahm formuliert. Wenn sie von zwei Seiten angreifen, können wir die Festung nicht halten. Der Zeitpunkt ist günstig. Henselts Leute lecken ihre Wunden wie geprügelte Hunde. Sie brauchen mindestens eine Stunde, um die Truppen umzugruppieren und sich für einen neuen Angriff zu formieren. Beeilen wir uns, ich komme mit dir. Du solltest nicht dorthin gehen. Es ist zu gefährlich. Ich hab dich für klüger gehalten. Seit wann meide ich denn Gefahren? Die Verteidigung ist gut vorbereitet. Alle wissen, was sie zu tun haben. Außerdem sind wir rechtzeitig zurück. Mir wäre es lieber, wenn du mir eine fähige Abteilung mitgeben würdest. Ich gruppiere unsere Reihen jetzt nicht um. Die Aufstellung hat sich bewährt. Wenn sie nicht aus der Grube angreifen, müssten wir standhalten können. Du hast das Kommando. Geh voran. Okay. Das überrascht mich immer wieder. Ich dachte, Hexer hätten mit Politik nichts am Hut. Politik interessiert mich tatsächlich nicht. Und dennoch stehst du auf unserer Seite? Das ist alles. Ich stehe auf Soltans und Japans Seite. Offenbar hat man wenn sie sich der kelvinischen Standarte unterstellt hätten. Okay. Würde je für Henselt kämpfen. Ich glaube, hier ist ein guter Zeitpunkt, das Ganze mal zu unterbrechen und nächste Folge hier weiterzumachen. Da gucken wir mal in den Tunnel rein. Wahrscheinlich kommen da auch welche. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir konnten auf der Mauer da ordentlich fighten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da lassen. Aber dann, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.